diese Kreuz? Ich glaube, du hast die gleiche Frage. Und heute, es gibt einen Impuls über das Kreuz. Auf der Couch! Hallo und willkommen auf unserer ESM-Couch. Heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wieso Christen ein Kreuz verehren, auf dem ein toter Mensch hängt. Und ja, weil ja eigentlich die Christenheit eine Religion angeblich der Liebe und der Hoffnung ist, und wieso dann man ein solches makabres Symbol benutzt, um seine ganze Religion irgendwie zusammenzufassen. Also, ich wollte euch erstmal von einer Freundin erzählen. Sie ist Jüdin, sie war bei mir zu Hause und hat sich gefragt auf einmal und hat angefangen zu lachen, wieso so viele tote Juden an den Wänden hängen. Und genau mit dieser Frage möchte ich mich beschäftigen heute. Genau. Wenn man einfach ganz praktisch das Kreuz anschaut, man sieht einen Körper, das ist Jesus übrigens, für die, die es nicht wissen, der an einem Holz hängt. Seine Hände und seine Füße sind mit Nägeln an dieses Holz gelöchert. Er hat eine große Wunde an der Seite und es ist wirklich kein besonderes schönes Bild. Aber trotz allem ist ja angeblich das Kreuz ein Zeichen für diese schöne, wirklich krasse Liebe Gottes. Also, erst einmal, ich habe mal ein Bild gemalt für diese Freundin übrigens aus Judäa. Und es geht, ja genau, um dieses Kreuz, weil sie hat sich die Frage auch gestellt. Erstens, es gibt dieses Horizontale, diese Linie und diese vertikale Linie. Was wichtig ist, diese Linie ist eigentlich das Symbol für diese totale Liebe Gottes und Hingabe von Gott, beziehungsweise Jesus, weil Jesus ist halt Mensch, ganz Gott. Und das ist diese Arme sozusagen symbolisch, die alle Menschen umarmen, egal wo sie stehen, egal wie viele Sünden sie begangen haben, dass Gott jeden liebt. Amen. Das Vertikale ist, finde ich sehr schön, das ist eine meiner Lieblingserklärungen, das Göttliche und hier das Weltliche, dass Gott runtergeht, also das ist diese totale Vollkommenheit, dieses Perfekte, diese tiefe Wahrheit. Und wir als Menschen sind ein bisschen limitiert, aber dass Gott runterkommt in der Form von Jesus und eine Brücke sozusagen macht, damit wir Menschen auch in diese Vollkommenheit kommen können, in diese tiefe Wahrheit. Und dass Jesus uns in diesem neuen Bund, weil es gibt, das erkläre ich euch ganz kurz, im Alten Testament in der Bibel, das ist das erste große Buch, den alten Bund zwischen Gott und dem Volk Israel mit den Juden. Und im neuen Bund ist es ein Bund zwischen Gott und der ganzen Menschheit, dass Gott uns ganz deutlich zeigen möchte, okay, ich bin da für alle, egal in welcher Situation ihr seid alle von Gott wirklich tief geliebt und es ist nicht nur irgendeine Erfindung. Und deshalb gibt sich dieser Jesus, der hier an diesem makaberen Kreuz hängt, was sehr traurig aussieht, gibt sich hin für uns. Er stirbt am Kreuz dafür. Und es gibt eine Bibelstelle, das ist Matthäus 27, 46. Da ist Jesus am Kreuz und sagt, Vater, Vater, wieso hast du mich verlassen? Was zeigt? Er war auch ein totaler Mensch, weil er total gelitten hat bis zum Ende. Und genau, um das zusammenzufassen, ist das Kreuz einfach ein Zeichen der Hoffnung, dass wenn man sieht, dass dieser Mensch bis zum Tod für uns gegangen ist, dass es uns eine Hoffnung gibt für uns selber, dass wir denken, wow, das ist so ein starkes Zeugnis von der Liebe Gottes und so ein tiefer Beweis, dass es wirklich nicht eine Erfindung ist, dass wir einfach darauf schauen und uns denken, cool, das ist irgendwie was Wunderbares. Und das ist auch als Konsequenz eine ganz einfache Gebrauchsanweisung für uns sein kann, in unserem normalen Leben. Dass wir uns denken, okay, dieser Jesus hat sein Leben für uns gegeben, er ist gestorben an einem Kreuz, was eigentlich total absurd ist. Aber wir können versuchen, auch so zu lieben, so vollkommen zu lieben wie er und vollkommen zu dienen, dass er diesen Leuten vergibt, die ihn an dieses Kreuz genagelt haben und dass er sie liebt, trotz allem. Und ja genau, als kleiner letzter Punkt, wir werden nämlich jetzt fertig mit unserer kleinen Erklärung. Genau, was ich sehr interessant fand, ein Zeichen, dass dieses Kreuz, was wir als Christen verehren, beziehungsweise was wir anschauen, um Gott darin zu sehen, das ist nicht nur vor 2000 Jahren erfunden worden durch Jesus. Es ist ein Symbol, das schon in ganz vielen verschiedenen Religionen, in ganz verschiedenen Zeiten schon existiert hat. Und ich sage jetzt nicht alle verschiedenen Sachen, die es geben könnte, das wird zu lange dauern, tut mir leid. Aber zum Beispiel der Stern von David, das ist dieser Stern, den das Volk Israel als Zeichen für ihre Religion sieht. Der hat auch diese gleiche Form
dieses Horizontale hier, was nach oben geht, zu Gott. Und diese Umarmung von Gott, diese große Liebe, die auch nach unten zu den Menschen geht. Und das ist, genau, das ist auch ein Beweis einfach ist, dass es eine tiefe Wahrheit ist und nicht nur eine schöne Erfindung, so ein neues Design für irgendeine tolle Religion, die gerade entstanden ist. So, ich hoffe, der Impuls hat euch weitergebracht in eurem Leben. Und genau, das ist mein Ende. Hakalaga. Ist fertig? Hakalaga boom boom. Oh, ich muss ausmachen, gell? Okay? So, wir sind weiter.